Die Meister der Weisheit aus der siebten Dimension spielen heute eine ganz große Rolle. Smarana, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Die siebte Dimension spielt auch eine sehr große Rolle für die dritte Dimension. Und wie das alles zusammenhängt mit unserem Leben, das möchte ich euch heute erklären. Und wir werden auch am Ende der Sendung des Videos werden wir eine ganz wichtige Meditation, eine gechannelte Meditation mit den Gesetzen des Universums machen. Also, in der siebten Dimension gibt es ein einzelnes Gesetz. Das Gesetz, was alles Leben bestimmt, das Gesetz des Universums, was alles beinhaltet. Jetzt ist es für uns Menschen in der dritten Dimension viel zu komplex, viel zu schwierig, dieses Gesetz überhaupt verstehen zu können in seiner vollkommenen Größe. Und aus diesem Grunde wurde das Gesetz in sieben Teile zerlegt, sodass wir tatsächlich es leichter haben, jedes Gesetz besser zu verstehen. Und dennoch ist es schon auch jedes einzelne Gesetz total faszinierend und ja, also ihr werdet es gleich hören. Und was mich noch viel mehr fasziniert hat an dem Ganzen, das ist, dass jedes einzelne Gesetz jedem einzelnen Chakra von uns zugeordnet ist. Also das heißt, wir sind mit unseren Chakren verbunden mit dem Gesetz des Universums. Und es heißt auch, wir können diesen Gesetzen nicht entgehen. Diese Gesetze bestimmen unser Leben. Sie sind maßgeblich für alles, was geschieht. Und derjenige, der diese Gesetze verstanden hat, danach lebt, sie praktisch in jeder Zelle diese Schwingung hat von jedem Gesetz, natürlich die Schwingung auch in jedem Chakra hat, der ist bereit, tatsächlich die Erleuchtung zu erlangen. Und ja, so möchte ich mal beginnen. Und zwar fangen wir von oben nach unten an, also nicht wie gewohnt vom Wurzelchakra, sondern wir fangen mit dem Kronenchakra an. Und ich erkläre euch zu jedem Chakra, mit welchem Gesetz dieses Chakra verbunden ist und was es auch damit auf sich hat und wie es unser Leben praktisch beeinflusst oder führt oder leitet sogar. Ja, diese weisen Wesen sind schon sehr intelligent, denn sie verstehen ja auch alles, die ganzen Gesetze des Universums, sie verstehen den ganzen Aufbau. Und deswegen konnten sie auch dieses eine große Gesetz so zerlegen, dass wir das verstehen können, weil wir sind ja in der dritten Dimension dabei, uns zu erkennen. Wir beginnen Fragen zu stellen, wir hinterfragen das ganze Leben. Das sind ja, wenn man diese Fragen stellt, beginnt man sich für den ganz großen Prozess des Universums zu interessieren, nämlich der Erschaffung und Schöpfung und dem Finden von Gott. So, ich habe euch Folien vorbereitet und über diese Folien könnt ihr das Ganze besser erfassen, weil es ist auch visuell, es ist wichtig, dass man was sieht. So geht es mir jedenfalls immer, dass man was sieht und dann auch lesen kann. So geht es, wird es mehr verinnerlicht. Und wir fangen also mit dem Kronenchakra an. Ich hole gerade mal die erste Folie für euch raus. Das Kronenchakra entspricht dem Gesetz des Mentalismus. Mentalismus, das ist ja das, was wir denken. Also jeder Gedanke hat eine Energie, hat eine Kraft. Und es bedeutet, jeder Gedanke bringt uns dazu, das zu erleben, was wir glauben und denken. Es geschieht in jedem Menschen oder für jeden Menschen genau das, was er denkt. Das heißt, auf der einen Seite können wir alles durch dieses Denken hervorrufen,
Negatives und Positives. Und es wird geschehen. Das ist unweigerlich dieses Gesetz. Daraus gibt es kein Entfliehen. Also du bist, was du denkst, heißt es. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sagt, ich will, ich will, ich will, dann ist dieses Ich will auf die Zukunft gerichtet. Da wird es nicht funktionieren. Und deswegen heißt es auch immer, wenn du etwas erreichen möchtest, dann denkst du das in der Gegenwart, im Jetzt, im Hier und Jetzt. Das versteht das kosmische Gesetz des Mentalismus und das geschieht. Also nicht das, was du in der Vergangenheit denkst oder in der Zukunft denkst, das wirkt nicht, sondern immer, wenn du einen Wunsch hast, dann stellst du dir schon vor, dass dieser Wunsch praktisch erfüllt ist. Es ist also nicht so, dass du dir diesen Wunsch, ich mache mal das Banner aus, es ist also nicht so, dass du dir diesen Wunsch in der Zukunft vorstellst, so wie es mal sein wird. Das versteht das Universum nicht und dann wird der Wunsch auch nicht erfüllt. Aber alles, was du so im Hier und Jetzt denkst, was du dir vorstellst, dass du es schon hast, also jeder Gedanke, bewusst oder unbewusst, der wird erfüllt. Und das heißt also, du hast die Macht, dein Leben zu steuern und das geht über das Kronenchakra. Das ist mit dem Kronenchakra verbunden und das ist das Wundervolle. Man hat ja gesagt, das Kronenchakra ist das Tor zum Universum, die Verbindung zum Universum. Und wenn man sich das jetzt mit diesem Hintergrund betrachtet, bedeutet das ja, es ist nicht nur das Tor, sondern das Tor überhaupt für dich, für dein Leben. Denn alles, was du denkst, das bist du. So faszinierend. Jetzt gehen wir mal zur zweiten Folie vor. Das ist das dritte Auge. Und das dritte Auge entspricht dem Gesetz der Entsprechung. Das heißt also, die Entsprechung so wie innen, so auch im Außen, so wie positiv und negativ. Also wir haben zwei Augen, zwei physische Augen, die braucht man, um das Positive und Negative zu erkennen. Und wir haben das dritte Auge, das nach innen schaut. Und es ist also eine Korrespondenz von innen nach außen. Und du kannst mit dem zweiten, mit dem dritten Auge, mit diesem zweiten Gesetz, kannst du erkennen, wer du bist. Und du kannst auch erkennen, dass alles, was wichtig ist, von innen kommt. Also es ist nicht so, dass du im Außen suchen sollst, oder viele machen das ja, die suchen im Außen, die werden niemals finden. Ja, weil das, was wir suchen, das tragen wir ja in uns. Und die geistige Welt sagt so oft zu uns, du trägst alles in dir, was du brauchst, alles ist da. Und das kann man mit dem dritten Auge erkennen, das zweite Gesetz, indem man nach innen schaut, sich auf sich selbst nach innen konzentriert und dort guckt, wo bin ich gut und böse. Ja, wir haben ja alle diese Polaritäten in uns und da zu prüfen, wo ich stehe, um sich selbst eben einfach zu erkennen. Total spannend. Also das ist das zweite Gesetz. Und durch dieses Erkennen entsteht eine Schwingung. Und diese Schwingung bringt uns jetzt zur nächsten Folie, die mache ich jetzt auch gleich mal an, nämlich das Halschakra. Schwingung. Jeder Gedanke trägt eine Schwingung. Das fängt also oben beim Kronenchakra an und im Hals. Der Hals ist ja das Chakra, mit dem wir sprechen, mit dem wir aussprechen, was wir fühlen oder vielleicht auch nicht aussprechen, was wir fühlen. Aber durch dieses Sprechen entsteht eine Vibration und diese Vibration ist einfach der Klang, welcher uns dazu bringt, dass dieses dritte Gesetz wirkt. Also wir sind auch mit diesem Klang, sind wir alle verbunden über diese Schwingung. Es ist einfach,
Wenn du etwas sagst, trägt dieses Wort eine positive oder eine negative Schwingung. Und das wirkt, diese Schwingung wirkt im Unterbewusstsein und in der Seele für den anderen Menschen. Und in dem Moment wirkt das Gesetz der Vibration. Also das heißt, wir sind über dieses Gesetz, ich mache mal die Folie wieder aus, über dieses Gesetz sind wir mit dem Universum über die Schwingung verbunden und natürlich auch unter uns selbst mit der Schwingung verbunden. Und deswegen ist es auch wichtig, was für Worte verwende ich denn? Was kommt hier für eine Schwingung raus? Verwende ich liebevolle Worte oder Worte mit einer niederen Schwingung? Das kommt jetzt eben drauf an. Und du kannst dir sicher jetzt auch vorstellen, dass du mit einer positiven Schwingung etwas viel Schöneres erreichst und auch den Menschen auf der Herzensebene erreichst. Denn jetzt kommen wir zu der nächsten Folie, dem Herzchakra. Die mache ich jetzt auch gerade mal an. So, das heißt jetzt, das Herzchakra entspricht dem Gesetz des Rhythmus der Schwingung. Und je nachdem, welche Worte wir wählen, haben wir eine hohe Schwingung oder eine niedere Schwingung. Das ist der Rhythmus der Zeit. Also die Zeit ist, schwingt auch so in Wellenformen. Es ist nicht so, dass die gleichmäßig ist. Und wir sind auch einmal oben auf der Welle und auch einmal unten in der Welle. Und das ist das, was man einfach wissen sollte, dass es dazugehört zum Leben, dass man auch mal in einer tieferen Schwingung ist. Denn, ich mache mal die Folie wieder aus, dass ihr mich auch seht, denn wenn du in einer tieferen Schwingung bist, lernst du das Negative kennen und holst dir Kraft, um wieder aufzusteigen in die höhere Schwingung und dann weitergetragen zu werden vom Fluss der Zeit. Also das ist die Verbindung über die Schwingungen mit dem Gesetz, was dich erkennen lässt, auch zu fühlen, schwinge ich, bin ich im Fluss der Zeit, ist das, werde ich getragen oder hänge ich zum Beispiel an einem Tiefpunkt fest und komme da nicht raus, weil vielleicht meine Gedanken nur noch da kreisen. Ja, also die Gesetze wirken ja alle untereinander und wenn ihr euch überlegt, diese Gesetze sind aus einem Großen und Ganzen entstanden. Und deswegen wirken die untereinander und beeinflussen sich. Und je nachdem, wie du selbst dastehst, wie du selbst dein Leben bisher gemacht hast, und wenn du den Punkt findest, wo du bist, wo du gerade stehst, kannst du auch erkennen, welche Schwingung gerade da ist und wenn es eine niedere Schwingung ist. Es ist nichts Negatives, es ist alles jetzt von mir ohne Bewertung gesprochen. Wenn jetzt also da eine niedere Schwingung bei dir ist, dann heißt es, du kannst Kraft sammeln, um aufzusteigen, um wieder etwas Neues, etwas Schönes zu beginnen. Das sind so schöne Erklärungen und ich hoffe, dass sie euch auch alle erreichen werden. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Gesetz. Ich muss gerade mal hier wieder die Folie aufmachen, denn wir kommen hier zum Solarplexus, zum Nabelchakra und dieses Chakra entspricht dem Gesetz der Kausalität, das heißt Ursache und Wirkung. Was du aussendest, kommt auf dich zurück. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, denn das erklärt, dass es keine Zufälle gibt. Ja, es gibt keine Zufälle, denn das, was du aussendest, kommt wieder zu dir zurück. Wenn du jemand etwas Böses wünschst, kommt das Böse auch zu dir. Also was Negatives, wenn du aussendest, wird es zu dir kommen. Genauso wie etwas Positives auf dich zukommt. Es trägt diese Schwingung und über die Kausalität kommt es zurück.
Also es gibt auch keine Zufälle, das ist die Erklärung dafür, denn alles, was du aussendest, kommt zurück. Und wenn du jetzt diese Schwingung in dir trägst, einen Hinweis zu bekommen für etwas, ein Projekt oder so, dann wird dich dieses Projekt erreichen, dieser Hinweis erreichen. Es gibt keinen Zufall. Wir denken so oft, oh, was für ein Zufall, wie was für ein tolles Glück. Es kam aber von uns selbst heraus. Das haben wir mit unserem Wesen, mit unseren Gedanken erzeugt. Und wenn du dir überlegst, was für eine Kraft da dahinter steht und dass diese Kraft jeder Mensch trägt und dass die weisen Wesen, die Meister des Wissens, dies alles uns geben durch die Aufteilung der sieben, durch die Aufteilung des eines Gesetzes in sieben Teile. Das ist fantastisch. Das heißt, das Universum kümmert sich um uns. Es ist bemüht, tatsächlich uns so viel Kraft zu geben, dass wir ja aufsteigen können, dass wir erwachen können und das Große und Ganze begreifen. Genau, und jetzt gehen wir zur nächsten Folie. Das Sakralchakra, das zweite Chakra, entspricht dem Gesetz der Polarität und der Schöpfung. Also wir sind immer noch mit dem Positiven und Negativen, mit der hohen Welle und der niedrigen Welle, sind wir einfach verbunden. Das ist normal. Aber dieses Positive und Negative gibt uns auch die Möglichkeit, uns zu entwickeln. Es gibt uns die Kraft zu erkennen, dass beides letztendlich zu unserem Leben hier dazugehört und wir dadurch existieren. Das ist, mag sich jetzt schwierig anhören, aber es ist einfach so. Wir existieren dadurch und haben einfach sind dadurch angebunden an das große eine Gesetz in der siebten Dimension. Und auch die Schöpfung, die Neuschöpfung oder das Wiedergeborensein spielt da eine Rolle, weil wir ja die Schöpferkraft praktisch im zweiten Chakra haben. Und wenn du jetzt noch weißt, dass die Schöpferkraft mit der siebten Dimension verbunden ist, welch große Kraft du in dir trägst, das ist unbeschreiblich, unbeschreiblich toll. Die Worte reichen für mich da gar nicht aus. Und in diesem Gesetz schwingt auch die DNA, weil die DNA trägt ja alles, was wir sind, in uns. Da ist ja das ganze Urwissen, das ganze Erbgut gespeichert und in dieser Schwingung ist die DNA in Bezug auf die siebte Dimension. Faszinierend. Es gibt auch ein ganz tolles Webinar von mir, wo du die DNA ausbauen kannst, wo du die DNA entschlüsseln kannst. Und das hängt auch mit der siebten Dimension zusammen. Das sind alles Wege, um dich selbst zu erkennen, um ins Erwachen zu gehen. So, jetzt kommen wir zur nächsten Folie. Das ist die letzte. Nämlich das Wurzelchakra. Das habe ich gerade schon gesagt, aus dem zweiten Chakra, was ich gerade euch erklärt habe, wo wir das Erschaffen, das Schöpfen eine große Rolle spielt. Das resultiert dann praktisch oder fließt ein in das Wurzelchakra, indem wir neue Realitäten erzeugen durch unser Denken, was vom ersten Chakra anfängt. Und das setzt sich durch jedes Chakra hindurch fest. Das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig, dass man das weiß, denn jeder Gedanke, alles beeinflusst uns. Und die Erzeugung der Polarität, betrifft das Weibliche und das Männliche. Ja, wir tragen ja alle das Weibliche und das Männliche in uns und durch dieses Erzeugen von Polaritäten, anderen Polaritäten vielleicht auch, entsteht die Wiedergeburt, also das ständige Neuerschaffen.
Das heißt, ist auch die Erklärung dafür, dass es keinen Tod gibt. Denn die Energien bleiben immer da. Es wird nur neu erschaffen. Es wird ein neuer Mensch erschaffen mit der gleichen Seele. Es ist die Wiedergeburt der Seele in einem anderen Zeitalter, in einem anderen Leben, in einem neuen Zeitabschnitt. Das erklärt uns das erste Chakra im Zusammenhang mit dem Gesetz des Universums. Und diese Gesetze, ihr versteht es jetzt vielleicht auch schon, diesen Gesetzen kann man nicht entfliehen. Sie sind in uns verankert über die Chakren. Und dadurch haben wir auch die Anbindung an das Universum. Und jetzt wirst du vielleicht auch verstehen, dass wir niemals allein sind. Denn über diese Wellen, über diese Wellen sind wir ja mit allem verbunden, über diese Schwingung unserer Gedanken, unserer Worte sind wir tatsächlich mit allem verbunden. Und wenn du jetzt mit diesen Informationen arbeiten möchtest, dann kannst du dir Fragen stellen zu jedem Gesetz, was ich dir gerade erklärt habe. Wo stehe ich? Wie habe ich das Gesetz in mir schon verarbeitet, erkannt? Lebe ich schon danach? Das ist jetzt der Geist, den du fragst. Dann solltest du dein Herz die gleichen Fragen stellen. Dann solltest du deiner Seele nochmal diese Fragen stellen. Und dann solltest du jeder Körperzelle diese Fragen stellen. Denn das ist der Punkt, in dem du jedes Gesetz in seiner Großartigkeit, in seiner intensiven Kraft, so wie das ist, für dich selbst verinnerlichst und dich immer wieder überprüfst, wo stehe ich in diesem Leben? Wie wirke ich mit diesen Gesetzen? Wie gehe ich damit um? Und wie komme ich damit weiter? Denn das ist letztendlich für mich der Weg in das Erwachen. Ich bin so gespannt, was ihr dazu schreibt, denn das ist nochmal eine ganz andere Sichtweise zu der herkömmlichen Chakrenlehre. Die herkömmliche Chakrenlehre, die bezieht sich nur auf das Leben in 3D. Die bezieht sich auf das Verarbeiten unserer Gefühle und der Lebenssituationen, aber sie bezieht sich nicht, sie macht nicht die Brücke zu dem universellen Gesetz des Universums, zu dem Gesetz des Lebens, was in der siebten Dimension wirkt und was extra für uns aufgeschlüsselt wurde. Und jetzt lade ich dich ein, mit mir zusammen eine ganz wundervolle Meditation zu machen. Ich möchte mit euch eintauchen in die Gesetze des Universums und ich möchte einfach ja euch die Möglichkeit geben, energetisch schon mal drauf auszurichten und dann so für euch den Weg zu finden oder auch die Erkenntnisse zu finden, sich da besser einzuschwingen und eben ja in das Erwachen zu kommen. Ui, das wird schön werden. Ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Freude und ich werde mich auch mal einsprühen mit der 99. Einfach, genau. Und vielleicht noch mit dem dritten Auge. Na? Kommt ganz wenig raus, schon fast leer. Ja. Aber die Schwingung ist da, ich fühle es schon. Ja, dann schließe nun deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Geh in dein Herzchakra, dehne dein Herzchakra aus und bleibe in der Schwingung der Liebe, damit du alles, was jetzt gesprochen wird, vollkommen in dir aufnehmen kannst. Ich rufe die Energie des Schutzes für uns alle und für meinen Kanal, sodass nur die reinste göttliche Energie zu dir fließen wird.
und ich begebe mich nun in die siebte Dimension. So breitet sich die Energie der siebten Dimension in mir aus. Und ich verbinde mich mit den Gesetzen des Universums, mit den Gesetzen des Lebens. Und ich werde dir nun jedes einzelne Gesetz in seiner Energie fühlbar machen, sodass du darin deine eigene Schwingung erkennst und fühlen kannst, wo du gerade stehst. So beginnen wir wieder mit dem Kronenchakra. Ich rufe die Energie des ersten Gesetzes des Universums, dem Gesetz des Mentalismus auf. Es besagt, du erlebst alles, was du glaubst. Du bist alles, was du denkst. Die Zukunft existiert nicht, die Vergangenheit auch nicht. Du lebst nur im Hier und Jetzt. Spüre diese Schwingung und finde dich in dieser Schwingung selbst. Ich rufe nun das zweite Gesetz des Lebens aus dem Universum für dich. Das zweite Gesetz der Korrespondenz, der Entsprechung, des Fühlens von innen und außen, des Wissens, dass alles, was du brauchst, bereits in dir ruht. Des Wissens, dass dein inneres Auge nach innen gerichtet sein soll, um dich selbst zu fühlen, um zu spüren, wer du in Wirklichkeit bist. So fühle nun diese Energie. Nun rufe ich das Gesetz, die Schwingung des Gesetzes, des dritten Gesetzes, für dich, der Vibration, der Wellen, der Töne, der Worte, der Vibration von allem, was du aussprichst, denn jedes Wort trägt diese Schwingung. Fühle für dich, wo dies bei dir noch nicht im Gleichgewicht ist. Und fühle die Energie des dritten Gesetzes. Gleichzeitig zu dem Fühlen sende ich dir für jedes Chakra eine Reinigung und Ausdehnung, damit du intensiver dich mit den Gesetzen des Lebens, des Universums verbinden kannst. Und nun gehen wir zu dem vierten Gesetz, dem Rhythmus der Schwingung. Dem Rhythmus der Vibration des Klanges, der Rhythmus in deinem Herzchakra ist der Rhythmus, so wie dein Herz schlägt,
Es ist der Rhythmus deines Atems. Es ist der Rhythmus, der dir sagt, dass du mit der Zeit verbunden bist. Mit dem Positiven sowie mit dem Negativen, mit dem Außen und mit dem Innen. Spüre, wie jetzt deine Schwingung ist, ob sie gerade lange oder kurz ist, ob sie tief oder hoch ist. Fühle in dein Herz hinein und spüre die Energie des Gesetzes, des Lebens, des Universums. Und nun gehen wir zum fünften Gesetz des Lebens, des Universums. Und wir spüren die Kausalität, welche beschreibt Ursache und Wirkung. Du weißt, dass es keine Zufälle gibt, dass alles, was du sagst und denkst, dein Leben beeinflusst. Und dass über das fünfte Gesetz all das geschieht, was du aussendest, kommt zurück. Erkenne deine Verantwortung und erkenne auch, dass es keine Schuld gibt, denn du bist es immer, der dein Leben bestimmt, unbewusst oder bewusst. So fühle nun die Energie in deinem Solarplexus, fühle die Verbindung zur Kausalität, zur Ursache und Wirkung. Nun gehen wir zum sechsten Gesetz der Polarität, der Schöpfung. Du bestehst aus Elektronen, Protonen, Neutronen. Deine DNA-Ketten entstehen aus diesen Energien. Du existierst aus dem sechsten Gesetz der Polarität heraus. Die Polarität gibt dir die Kraft, zu erkennen, dass Gut und Böse eine Möglichkeit der Entwicklung für dich bedeuten. Und so spüre nun die Kraft des zweiten Chakras. Und so gehen wir nun zu dem siebten Gesetz des Lebens des Universums, dem Gesetz der Erzeugung. Dem Gesetz der Wiedergeburt.
dem Gesetz der Realitäten, dem Erschaffen der Realitäten. Verstehe, welche Kraft du in dir trägst. Verstehe, dass du der Schöpfer bist von neuen Realitäten. Und spüre, welche Kraft in deinem Wurzelchakra liegt, wenn es sich jetzt mit diesem Gesetz verbindet. Wir haben nun alle sieben Chakren mit den sieben Gesetzen aus der siebten Dimension verbunden. Jedes einzelne Chakra schwingt in der gleichen Energie konform zu den einzelnen Gesetzen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, deinen Geist zu fragen, wie lebst du? Wie sehr bist du verbunden mit diesen Gesetzen? Wie sehr schwingst du im Gleichklang mit diesen Gesetzen? Frage dies deinen Geist. Dann frage dies dein Herz. Frage dies deine Seele und ganz wichtig, frage dies deinen Körper, frage dies jede einzelne Zelle und erkenne, dass die Schwingung jeder einzelnen Zelle ganz wichtig ist, um insgesamt den Weg des Erwachens zu gehen, die Gesetze des Universums sind mit dir verbunden. Du kannst ihnen nicht entfliehen, denn du bist ein Teil davon. Und so bestimmst du dein Leben in jedem Fall. Spüre nun die Schwingung aus der siebten Dimension und lasse die Energie noch ein wenig wirken. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Ich schließe meinen Kanal und ich danke den Meistern der Weisheit aus der siebten Dimension für die Unterstützung. Und ich lächle voller Freude. Lächle du auch, lächle und gebe dem Ganzen, was gerade geschah, die Kraft der Freude. Ja, meine Lieben, es war phänomenal und es ist eine so tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, zu erkennen, wer man tatsächlich ist. Zu erwachen. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft für euch von den wunderbaren Wesen aus der siebten Dimension, welche uns beobachten und uns ihre Liebe schenken mit diesen großen Geschenken der Gesetze.
Und ich wünsche mir sehr, dass du es verstanden hast. Und ich wünsche mir auch sehr, dass du dieses Video teilst, damit noch viele, viele, viele Menschen davon erfahren und vielleicht besser das Leben verstehen können. Ich umarme dich und du bekommst ein Küsschen. Schön, dass du hier bist. Ich habe jeden Einzelnen so, so, so lieb. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis dann. Tschüss.